Sie blockieren Autobahnen, Häfen und Flughäfen. All das fürs Klima. Wir haben halt keine Zeit mehr für Diskussionen und schöne Worte. Warum fixen denn mich und nicht die Politik? Ich hab schon keine Kohle wegen Corona. Und wir haben keine Kotzen. Halt die Fresse! Wer sind die Aktivistinnen und Aktivisten? Und wie weit gehen sie? Uns alle beschäftigt gerade der Ukraine-Konflikt und wir bleiben auch da auf jeden Fall dran. Gleichzeitig hat aber auch vor ganz kurzer Zeit der Weltklimarat seinen neuesten Bericht vorgestellt und die Prognosen sind sehr düster. Und genau solche Prognosen treiben manche in die Radikalität. Die A100 in Berlin. 6 Uhr morgens, Berufsverkehr. Wir sind verabredet mit einer Gruppe von Klimaaktivistinnen und Aktivisten. Sie wollen eine Autobahnzufahrt blockieren. Aufgeregt. Die Gruppe will eine andere Klimapolitik. Da legen wir los, oder? Aber dazu später mehr. Ja, euch auch. Mit dabei auch Melanie, im normalen Leben IT-Fachangestellte. Ich glaube, nächste Ampelphase oder sowas sollten wir nehmen. Ne? Es wird die 15. Autobahnblockade. Seit Wochen machen sie auf sich aufmerksam. Auch weil viele Autofahrende auf dem Weg zur Arbeit andere Probleme als den Klimawandel haben. Wenn du dich hinsetzt, dann schneide ich dich runter. Das geht ganz schnell. Ja? Ich muss zum Dienst. Ich mache ernst. Ich hole euch hier runter. Indem wir diese Störung hier erzeugen, erzeugen wir den Druck auf die Politik. Wir haben halt keine Zeit mehr für Diskussionen und schöne Worte. Und es ist auch keine Zeit mehr für Petitionen oder so etwas. Wir brauchen jetzt den Druck auf der Straße und den zivilen Ungehorsam. Sie fordern ein Gesetz gegen Lebensmittelverschwendung. Und zwar verbindlich und sofort. Dieser Autofahrer muss heute Morgen Medikamente an die Charité liefern. Ihr macht das jetzt hier alles schwerer mit, ne? Dass der auf Station ist, ist das mit. Ihr seid daran schuld. Ist hier bewusst, ja? Was für ein Wichser du bist. Dass die Leute leiden, die gerade. Das ganze Pflegepersonal länger braucht, dass sich alles verzögert. Das ist deine Schuld und deine Schuld. Nur beide. Es tut uns wirklich leid, dass wir hier sitzen müssen. Hoffentlich erwischt die Scheiße und fickt dich richtig hart, ne? Wir wollen einfach, dass die Politik handelt. Wenn die Politik ein Essen-Retten-Gesetz einführen würde, würden wir hier nicht mehr sitzen. Warum fickst du denn mich und nicht die Politik? Was soll das? Wir üben dadurch Druck auf die Politik aus, durch so eine massive Störung. Druck auf mich aus. Negativ. 3 von den 5. Ja, ich fühle mich auf jeden Fall nicht wohl hier. Es ist, fühlt sich echt... Zum einen ist die Wut natürlich beängstigend, zum anderen tut es mir für alle Autofahrer und Autofahrerinnen leid, die hier halt im Stau stehen. Aber ich sehe einfach halt diese Notwendigkeit. Wir brauchen jetzt eine Handlung von der Politik und deswegen müssen wir hier weiter sitzen. Ihre Hände haben sie mit Sekundenkleber auf dem Asphalt festgeklebt. Die Polizei muss sie mit Aceton und Speiseöl lösen, um die Straße zu räumen. Danach kommen Melanie und die anderen in Polizeigewahrsam. Für Melanie ist es das dritte Mal. Okay, die kleben sich auf die Straße und fordern ein Essen-Retten-Gesetz. Und im ersten Moment kann man denken, hä, Essen-Retten, was hat das mit dem Klimaschutz zu tun? Es ist aber so, dass jedes dritte Lebensmittel, was wir in Europa produzieren oder das für uns produziert wird, wird weggeschmissen. Unbenutzt, einfach zack. Mülltonne. Da wird natürlich super viel CO2 sinnlos in die Luft geblasen. Und in Frankreich etwa, da gibt es auch schon ein Gesetz dagegen. Und das fordert die letzte Generation jetzt auch in Deutschland. Wir müssen jetzt unser Essen retten, um unser Leben zu retten. Das ist Carla, die Sprecherin der letzten Generation. Nach 3 Wochen Autobahnblockaden hat sich ihre Gruppe in Berlin vor dem Reichstag versammelt. Bisher haben sie von der Politik fast nur Ablehnung erfahren. Jetzt stellen die Aktivistinnen und Aktivisten ein Ultimatum. Unsere Aktionen können ausgesetzt werden, wenn sie sich bis Sonntagabend zu unseren hier vorgetragenen Forderungen verlässlich und überprüfbar erklären. Beim Ausbleiben einer solchen Reaktion werden wir zusätzlich anfällige Infrastruktur in diesem Land stören und zum Innehalten bringen. Die Rede ist von Häfen und Flughäfen. Es sind neue Töne. Macht, was wir wollen,
oder wir blockieren euch. Kann sich die Politik auf so etwas überhaupt einlassen? Strategisch soll doch am Ende stehen eine Debatte darüber, wie gehen wir mit Mitteln zum Leben um. Darf man die wegwerfen? Wie viel CO2 haben wir damit unnütz in die Welt geblasen? Ist es ethisch verantwortbar, mit Fläche so umzugehen im Verhältnis zu anderen hungernden Menschen? Die Debatte wird aber gar nicht geführt, weil jetzt alle auf diesen Autostau gucken. Und dann sogar die Frage, dass Fahrer ausrasten und Körperverletzungen oder so begehen. Falsch fokussiert, kann ich nur sagen. Halte ich überhaupt gar nichts davon. Hilft nicht der Sache. Und ich glaube, dann die Legitimierung in der Bevölkerung wird dadurch auch nicht automatisch größer. Und kann man doch nicht allen Ernstes erwarten, dass durch Androhung von Straftaten ein Gesetzesentwurf schneller verabschiedet wird? Was ist das denn für eine Logik? Da muss man ganz klar sagen, mit solchen Aktionen tut sich die Klimabewegung keinen Gefallen. Im Gegenteil, sie stellen sich damit an den radikalen Rand des politischen Spektrums. Vieles von dem Gesetz will ich auch, zum Beispiel das Verbot wegzuwerfen, haben wir aber nicht in diese Koalitionsvereinbarung gekriegt. Also müssen wir jetzt erstmal loslegen. Bedeutet, verhandeln, verhandeln, verhandeln. Wie das in einer Demokratie ebenso läuft, das kann dauern. Dass es in naher Zukunft ein effektives Gesetz gibt, klingt gerade wenig realistisch. Ist die Aktionsform eher kontraproduktiv oder nützt sie der Sache? Und jetzt bin ich mit Reinhard Steurer verabredet. Er ist Klimapolitikwissenschaftler. Das heißt, er kennt sich aus mit Klimatologie und mit Politikwissenschaft und mit Politik. Und wer, wenn nicht er, kann darauf eigentlich eine Antwort geben? Einen schönen guten Morgen, hallo. Guten Morgen, ja super, dass es klappt. Die Taktik der Gruppe ist ja im Grunde jetzt Erpressung. Ne? Wir machen weiter, bis es das Gesetz gibt. Glauben Sie, dass das Erfolg haben wird? Erpressung würde ich es nicht nennen. Es ist ein Druck aufbauen mit einfachsten Mitteln, die eben Jugendlichen und anderen Aktivistinnen zur Verfügung stehen. Ich halte es auch für problematisch, dann Ultimaten auszusprechen mit Ablaufdatum und so weiter. Das ist sicher, sagen wir mal, überschießender Eifer einer jungen Generation. Da kann man jetzt sagen, na, heiligt der Zweck die Mittel nicht ganz. Aber ich sehe eben sehr wohl, dass es wahnsinnig schwierig ist, im Moment mit dem Klimathema auf andere Art und Weise durchzukommen. Ist das eigentlich jetzt gerade ein historisch ein bisschen weit gegriffen vielleicht, aber ist das ein Kipppunkt, ein neuer Punkt in der Klimabewegung? Der erste Abschnitt war friedliche Demonstrationen, die hat eben über Massenmobilisierung funktioniert. Diese Massenmobilisierung ist durch die Pandemie ausgebremst worden. Die ist derzeit nicht mehr möglich. Insofern war fast ein logischer Schritt diese Radikalisierung. Und das ist auch nicht weiter überraschend. Denn wenn man sich zivilgesellschaftliche Bewegungen historisch anschaut, dann hat diese Form des zivilen Widerstands so gut wie zu jeder großen und erfolgreichen Bewegung gehört. Das gilt für die Bürgerrechtsbewegung in den USA der 60er Jahre, das gilt für die Anti-Apartheid-Bewegung, das gilt für die Unabhängigkeitsbewegung in Indien. In der Klimakrise geht es tatsächlich um Leben und Tod. Also diese Generation kämpft um ihre Zukunft, kämpft um ein Leben, das noch annähernd so ausschaut wie das, was wir gewohnt sind. Wir sind noch mal mit Melanie verabredet. Sie hat sich schon mehrere Strafanzeigen eingehandelt. Jedes Mal Festkleben auf der Straße bedeutet eine Anzeige wegen Nötigung. Das hier ist nicht ihre Wohnung. Die Gruppe hat sie extra angemietet, mit Schlafplätzen für Leute von außerhalb. Hier planen sie ihre Aktionen. Ich kenne nicht alle Menschen, mit denen ich irgendwie Kontakt habe. Und es fließen manchmal auch Informationen, eben, wo ich nicht ganz genau weiß, welche Person dahinter steckt. Viele ihrer Aktionen sind strafbar. Die Gruppe stellt sich über das Gesetz. Aber Anzeigen sind offenbar nichts, was Melanie abschreckt. Wie kam sie überhaupt dazu? Es hat bei mir mit recht wenig Arbeit angefangen und ist dann aber schnell sehr viel mehr geworden, einfach weil ich die Notwendigkeit gesehen habe und weil es mir einfach ein Anliegen war, ein Bedürfnis war, da auch viel reinzugeben. Und habe dann erst meinen Job in Teilzeit gemacht, um eben mehr Zeit für den Aktivismus zu haben. Und dann habe ich aber gemerkt, dass das einfach nicht mehr vereinbar miteinander ist und ich einfach gefühlt habe, ich muss da jetzt voll reingehen. Ich möchte da jetzt voll reingehen, weil ich sehe keine andere Möglichkeit gerade. Und habe dann mich entschieden, zum Ende letzten Jahres meinen Job eben aufzugeben. Und ja, genau, bin jetzt einfach Vollzeit bei der letzten Generation aktiv. Während unserer Recherchen fällt uns noch eine weitere Gruppe auf. Auch ihre Aktionen sind illegal. In Berlin tauchen mittlerweile auch oft solche Bilder auf.
Hier sieht man das, bei einem ziemlich großen SUV ist hier die Luft aus dem Reifen gelassen. Und das sieht man immer häufiger. Sieht man es nochmal im Nahen. Und es tauchen dann auch immer solche Bekennerschreiben hier auf. Da steht dann, Vorsicht Berlinerinnen-Alarm und hier auch groß, fuck SUV. Eure großen Dreckschleudern verpesten die Stadt. Uns ist es gelungen, Kontakt zu diesen Leuten aufzunehmen, die das machen. Und die wollen uns auch ein Interview geben. Aus Angst vor der Polizei machen die das aber nur anonymisiert und auch die Stimmen sind nachgesprochen. Die beiden ziehen nachts durch Berliner Bezirke, suchen dort gezielt nach großen SUVs. Wir sind eine Art Mitmachaktion, also keine feste Gruppe. Es ist auch ganz einfach. Du machst eine Erbse oder Linse ins Reifenventil, drehst die Kappe wieder drauf und dann entweicht die Luft. Wir machen das unabhängig voneinander, mal mit FreundInnen oder mit BewohnerInnen. Vor kurzem waren es in einer Nacht etwa 100 SUVs mit platten Reifen. Ist das Sachbeschädigung? Es wird als Straftat gewertet, die Polizei ermittelt, sucht dann die Verdächtigen. Überschreitet ihr da nicht mit diesen Aktionen, mit diesem Protest eine Grenze? Ja, wir überschreiten eine Grenze und wir wollen auch Grenzen überschreiten. Man muss schon sagen, dass die Medien über die 100. angemeldete Demo nicht berichten würden. Aber diese Aktion hat halt auch den Effekt, den sie haben soll. Es wird darüber gesprochen. Aber hat nicht jeder eigentlich das Recht, zu sagen, ich kaufe mir, was ich möchte, auch in Sachen Auto? Ganz explizit wollen wir in diese persönliche Entscheidung eingreifen. Ich glaube nicht, dass alle das Recht haben, SUVs zu kaufen. Ist es nicht so, auch dass es respektlos ist gegenüber dem Eigentum von anderen? Also ihr beschädigt das Eigentum anderer? Ich würde sagen, es ist auch respektlos, ein solches Eigentum zu haben, das zu Schaden führt. Ich werfe den SUV-Fahrern vor, dass sie individualistisch und sehr eigennützig handeln, sich diese Autos zu kaufen, obwohl die einen solchen Schaden bewirken in der Herstellung, Ressourcenverbrauch und das so eine immense Auswirkung auf CO2-Emissionen hat. Würdet ihr sagen, Sachbeschädigung ist ein legitimer Protest? Ja. Ich unterstütze auf jeden Fall auch Gewalt gegen Gegenstände. Die SUV-Fahrenden würden durch ihre Aktion nicht gefährdet, sagen sie. Sie hinterließen ja immer eine nicht übersehbare Warnung an der Windschutzscheibe. Hamburg, Montagmorgen, kurz nach 6. Wir sind auf dem Weg zu einem Treffpunkt, zu dem wir die Koordinaten geschickt bekommen haben. Das Ultimatum an die Politik ist abgelaufen. Die letzte Generation hat angekündigt, es eskalieren lassen zu wollen. Es ist auf jeden Fall schon mal in der Nähe vom Hafen. Mal sehen, wie es dann weitergeht. Die machen ja ein großes Geheimnis aus ihrem finalen Punkt, weil sie immer noch Angst haben, dass da was dazwischen kommt. Was wir jetzt noch nicht ahnen, die Aktion wird für einen 4-stündigen Stau sorgen, für manche Aktivistin im Krankenhaus und für andere in U-Haft enden. Da hinten in der Ecke. Ich mach mal das Licht aus, oder? Ein Parkplatz. Carla, die Sprecherin, ist dabei. Zur Wahrheit gehört auch, die Gruppe ist froh, dass wir Medien da sind. Denn ohne die Aufmerksamkeit wären ihre Aktionen wenig wert. Jetzt wissen wir auch, wo es hingeht. Wir fahren von hier im Konvoi auf die Kühlbrandbrücke. Die wollen die blockieren, also obendrauf und dann da den Verkehr aufhalten. Ist auf jeden Fall schon eine andere Nummer als so rote Ampel an der Autobahnzufahrt. Also gerade um die Zeit, da donnern halt die LKWs drüber. Also das ist schon eine ganz schöne Hausnummer. Die Kühlbrandbrücke ist einer der Hauptzufahrtswege zum Hamburger Hafen. Die Politik hat ihre Forderungen doch bereits abgelehnt. Worauf zielen sie noch? Was soll das bringen? Weil wir auch von vielen AktivistInnen gehört haben, es geht gar nicht darum, irgendwie einzelne Leute zu verärgern, zu stören, sondern Zeichen zu setzen. Jetzt gerade eben zur Kühlbrandbrücke, da fahren halt die ganzen, das fahren nur Lastwagen drüber. Ne? Das sind alles, genau, Leute, die im Dienst sind, die stehen unter Zeitdruck. Trifft man da die Richtigen? Nee, da trifft man ja genau nicht den Einzelnen, der im Stau steht, weil er zur Arbeit muss, sondern da aber trifft der man ja. Ist doch da. Ja, aber das ist also ja unter Druck wegen einem System. Und der Schaden ist ja nicht bei dem Einzelnen. Der Lkw-Fahrer kann ja nichts dafür, wenn er im Stau steht. Aber der muss es wieder aufholen, ne? Also es sind ja auch, glaube ich, nicht die geilsten Arbeitsbedingungen. Ne? Ja. Macht euch das keine Sorgen? Das tut mir richtig leid. Ich sehe halt einfach, dass, wenn wir uns das angucken, dass diese Störung, dass dieser
Stopp im Alltag, dass der so verhältnismäßig klein ist im Vergleich zu was uns bevorsteht, was uns halt wirklich für unfassbares Leid bevorsteht, dann ja, ist es halt einfach außer Verhältnis. Um kurz nach 7 geht es los. Wir folgen den Autos der Aktivistinnen und Aktivisten im eigenen Fahrzeug. Jetzt geht es auf die Brücke. 34.000 Fahrzeuge fahren hier täglich drüber. Es ist Sturm angesagt. Wir bekommen mit, dass die einzelnen Gruppen vor und auf der Brücke einen Stau auslösen sollen. Sie werden über Telefon gesteuert. Mitten auf der Brücke halten wir an. Sie entscheiden, auszusteigen. Nee, vor, ja. Dann spurten sie Öl aus, damit die Fahrbahn da irgendwie nicht mehr, damit da keiner mehr langkommt. Pflanzenöl. Die Reinigung wird Stunden dauern. Die Aktivistinnen und Aktivisten kleben sich mit Sekundenkleber und Bauschaum fest. Einem Fahrer reicht es. Nein, 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 nein. Hey, hey. Lass einfach los, lass los, lass los. Was ist der Scheiß? Zahlst du mir das jetzt, was mich das an Lohnausfall kostet? Ich muss meine Miete bezahlen, du nicht, ne? Mein Peppi oder was? Ist dir egal, ne? Es ist krass windig und da oben natürlich noch mal mehr. Und wenn du dann so einen riesen LKW hast, wo es in der Seite reindrückt, so... Polizei habe ich auch noch gar nicht gehört oder gesehen. Du? Ich weiß gar nicht, wie die hier durchkommen sollen. Das frage ich mich halt auch. Ich weiß überhaupt nicht, wie die hier hochkommen sollen. Also von beiden Seiten nicht. Und auf der anderen Straßenseite haben sie ja Öl ausgeschüttet. Das heißt, da kann eigentlich auch keiner kommen. Ein LKW-Fahrer versucht es im Guten. Also der einzige Weg ist eigentlich, die Bevölkerung zu überzeugen. Und ihr überzeugt hier niemanden. Die hassen euch alle. Alle 3000 Leute da. Und die 5000 Leute da unten, die hassen euch, weil die kommen nicht zur Arbeit, die kommen nicht zu ihrer Familie, die haben Stress mit ihrem Chef, die haben Verdienstausfall, weil weiß ich, wie viele Selbstständige gerade stehen und keine Kohle verdienen können. Aber können Sie das Ziel denn verstehen? Natürlich verstehe ich das Ziel, absolut. Ich habe es ja gerade schon gesagt, das ist ja, die Intention ist ja richtig, ist absolut korrekt, aber der Weg ist falsch. Und zwar so falsch, dass er kontraproduktiv ist. Und die Regierung wird gezwungen zu handeln. Ja, das glaubst aber auch nur du. Tausende Menschen sind von der Blockade betroffen. Die Aktivistinnen und Aktivisten werden am Abend nochmal auf die Brücke gehen und sich ankleben. Ihnen allen drohen Strafverfahren. Am nächsten Tag rufen wir Carla an. Sie ist wegen Unterkühlung ins Krankenhaus gekommen. Dann habe ich schon einen Schreck bekommen, als er gesagt hat, ja, das ist schon ziemlich bedrohlich, wenn das Herz so rast. Ja, dann haben die mich mit ins Krankenhaus genommen, einfach weil ich wirklich ziemlich unterkühlt war. Aber die haben mich dann da wieder aufgewärmt und jetzt geht es mir auf jeden Fall wieder gut. Hat dich schon mal jemand gebeten, aufzuhören? Ja, ein enger Freund hat mich mal gebeten und hat gesagt, Carla, ich kann es irgendwie nicht aushalten, dich da zu sehen. Ich habe so eine unfassbare Angst vor dem, was uns zuvor bevorliegt, bei dem, was die Wissenschaft halt sagt, was passieren wird, dass das einfach im Vergleich, im Verhältnis, dass das dann ein schreckliches Opfer ist, wenn ich nicht mehr so nah mich meinen Freundinnen gegenüber fühle zum Beispiel, weil wir ganz unterschiedliche Leben haben, aber dass ich trotzdem weiß, ich mache das ja auch für die und ja, das ist gerade das Richtige. Mittlerweile ermittelt auch die Polizei, genauer der Staatsschutz, gegen die Gruppe. Und es gibt sogar eine eigene Ermittlungsgruppe, die BAO Asphalt. Und das heißt, die Straftaten, die sie begangen haben, die können sogar dazu führen, dass sie ins Gefängnis kommen. Was denkt ihr? Heiligt der Zweck die Mittel oder geht die Gruppe zu weit? Schreibt uns das gerne in die Kommentare.